Spektakuläre Momente, bunt und schrill mit einem Hauch Las Vegas und das in Bad Ems. Dort gastiert heute Abend im Kurtheater das Travestie-Duo Ham and Egg. Titel der Show ist eben Spektakulär. Und wie spektakulär es wird, weiß mit Sicherheit Jutta Horn. Sie ist live vor Ort. Jutta, sieht schon spektakulär aus. Was passiert noch Spektakuläres heute Abend? Ja, hier gibt es heute Abend jede Menge Glamour und Glitzer. Dabei heißt das Travestie-Duo nicht irgendwie Femme Fatale oder Chouchou, Chichi, sondern Ham and Egg, also Schinken und Ei, eben rheinisch, bodenständig. Aber die Leute bekommen heute etwa 150 verschiedene Kostüme zu sehen. Hier glitzert es überall. Und dort ist auch Ham. Jörg, hallo. Hallo. Dilta, zeig mal eins von den Kostümen. Ja, das ist jetzt ein Kostüm, das habe ich jetzt gerade hier an unsere Stange hängen wollen. Das ist ein Kostüm, das Egg, also Andreas, gleich tragen wird. Er wird damit die Leute aus der Reserve locken, ganz am Anfang. Ich hoffe, dass es aus der Reserve locken lassen. Dankeschön. Und ich sehe, kopfmäßig tut sich auch hier gleich noch was. Eck, der Andreas Schmitz ist hier eifrig am Sprühen. Was mich immer fasziniert, Andreas, das sind Stöckelschuhe in Größe 46. Sag mal, wie läuft man damit auf der Bühne? Ach, man kann eigentlich ganz gut drauf laufen. Ne? Schlimm wird es, wenn es flache Absätze sind oder gar keine Absätze. Da kann es schon mal zu einem Unfall kommen. Bist du schon mal gefallen? Ich bin schon mal ausgerutscht. Ist gerade vor 2 Wochen passiert. Aber mit welchen Schuhen? Mit, das waren hier die Schlappen gewesen, genau. Und da bin ich dann raus auf die Bühne und klatsch aufs Gesicht. Aber ich bin gut gepolstert, ist nichts passiert. Dankeschön. Und zu einer solch glamourösen Bühnenschau, da gehört natürlich das passende Styling. Aber das Schminken, das dauert über eine Stunde. Und deshalb haben wir uns das heute Mittag schon mal angeschaut. Tja, und es fängt an mit einer perfekten Rasur, glatt wie ein Babypopo. Ihr schminkt euch selbst, wo habt ihr das gelernt? Ja, wir schminken uns selbst. Wir haben es gelernt, indem wir uns Modezeitschriften organisiert haben. Und da haben wir einfach die Models abgemalt. Tja, und so sieht man sie aber nur auf der Bühne privat. Da gehen sie ganz in Zivil als Jörg Dilter und Andreas Schmitz. Tja, und heute nehmen die beiden Künstler die Zuschauer in Bad Ems mit auf eine große Reise durch 40 Jahre Pop und Schlager. Bei mir bist du schön, das ist kein Problem, wer kann dir widerstehen, du bist so schön. Wir beide sind nicht die Schönsten der Nacht, doch sind wir beide mit viel Liebe gemacht. In unserem Brüsten steckt kein Silikon. Hey! Wir sind zwei Männer, aber wen stört das schon? Ein bisschen Spaß muss sein. Ham und Egg sind das erste Mal hier in Bad Ems in dieser wundervollen Kulisse des Bad Emser Kurtheaters. Das ist eine ganz außergewöhnliche Kulisse für eine solche Show. Man hat euch eben singen gehört. Seit wann singt man oder wie habt ihr gemerkt, dass ihr singen könnt? Also wir haben es eigentlich erst gemerkt, nachdem wir das erste Mal auf der Bühne standen. Obwohl singen konnte man das damals noch nicht nennen. Wir mussten einfach da durch und das Publikum auch. Keine Gesangsausbildung? Keine Gesangsausbildung, Eck, wie fühlt man sich denn als Frau auf einer Bühne? Ach, es ist eigentlich ganz praktisch. Vor allen Dingen, zum Beispiel was die Busen angeht. Ich kann meine rausnehmen, bei 60 Grad in der Maschine waschen, nicht? Und bin wieder abgeschminkt. Und ich erlebe Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau. Wenn man auf Toilette geht, weiß man gar nicht, soll man sich setzen oder stellen. Ihr seid ja beide Beamte. Das müssen ja lustige Büros sein. Ja, das stimmt. Ne? Zum Glück sind unsere Kollegen immer in der ersten Reihe mit dabei. Und da kann man mal sehen, was der öffentliche Dienst aus einem macht. Da steht man als Fummeltrine auf der Bühne. Dankeschön. Und wenn jetzt jemand denkt, das hätte ich mir jetzt so gerne angeguckt. Los geht's heute im Bad Ems um 20 Uhr. Es gibt noch wenige Karten an der Kasse. Und der nächste Termin, der ist am 9. April in Linz. Jutta, ganz herzlichen Dank. Sehr unterhaltsam das Ganze. Ich bin auch wirklich erstaunt, was Beamte heutzutage alles leisten. Danke sehr.